Das wollen wir weiter vertiefen. Samad Sharif ist bei mir im Studio. Er ist Kulturhistoriker, gebürtig aus Afghanistan. Schön, dass Sie da sind, dass Sie Zeit für uns haben an diesem Sonntagmorgen, Herr Sharif. Wir haben es gerade schon angesprochen, mit Christoph Wanner besprochen, im Panjshir-Tal nördlich von Kabul. Da soll sich jetzt Widerstand formieren gegen die Taliban. Was wissen Sie darüber und wie bewerten Sie diese Entwicklung? Was wird es auslösen in Afghanistan? Also die Widerstand in Panjshir-Tal geführt von Ahmad Massoud, der Sohn von Ahmad Shah Massoud, der schon damals gegen die Sowjets und später gegen die Taliban erfolgreich dieser Tal verteidigt hatte. Dieser Widerstand hat tatsächlich in die letzten Stunden nicht nur passiv sozusagen versucht, sich zu sichern und Stützpunkte überall in den Eingängen von dieser strategischen Tal aufzubauen. Die sind aktiv, haben sich in Kämpfe eingelassen, die haben Angriffe in Bahlan-Provinz durchgeführt. Konnten drei Distrikte befreien. Da ist gerade auch umkämpft. Die Taliban versuchen, diese Distrikte wieder zurückzuerobern. Auch Panjshir selbst wurde angegriffen, sowohl gestern Nacht als auch vorgestern Nacht über Nuristan, östlich von Panjshir. Da waren etwa 600 Taliban, die versucht haben, in das Tal einen Weg durchzukämpfen. Was hören Sie aktuell aus Afghanistan, nicht nur aus Kabul, sondern vielleicht auch aus den ländlichen Regionen? Wie groß ist die Angst der Menschen vor Gewalt und Drangsalierung? Also die Situation bleibt weiterhin kritisch. Gerade da, wenn es außerhalb von Kabul, wenn wir sprechen, da sind gerade dort, wo die Medien nicht vorhanden sind, da ist keine Möglichkeit, von dort die Nachrichten rauszubringen. Das heißt, viele Menschen, die Kontakte, die ich habe, die haben noch mehr Angst. Die Ortskräfte vor allem, die eigentlich versucht haben, einen Weg zu finden, rauszukommen, die fühlen sich alleine gelassen. Die sagen, dass wir haben 20 Jahre lang gearbeitet, gerade auch für die Deutschen, und jetzt werden wir alleine gelassen. Und das schadet das deutsche Image, aber auch die Glaubwürdigkeit Deutschlands. Herr Sharif, Sie sind Kulturhistoriker. Befürchten Sie, dass die Taliban die Geschichte des Landes Afghanistan umschreiben könnten, dass vielleicht auch Kunstwerke und andere Güter zerstört werden könnten? Das kennen wir bereits schon damals, während die Taliban-Regime, als die berühmte Buddhas von Bamiyan zerstört haben, zusätzlich auch viele historische Güter in Kabul und andere Museen. Das werden sie auch weiterhin, wenn sie einmal das ganze Land sicher im Griff haben, fortführen. Für die existiert keine andere Geschichte außer die islamische, und dort haben sie auch eine eigene Auslegung davon. Wie sind die Taliban eigentlich organisiert? Zentralistisch von einer Stelle oder dezentral von Ort zu Ort ganz unterschiedlich? Also wenn wir von Taliban sprechen, da sollten wir von unterschiedlichen Taliban-Organisationen sprechen. Also es gibt die Haqqani-Gruppe, es gibt die klassische Taliban, die man aus Afghanistan aus Vergangenheit kennt, es gibt die pakistanische Taliban und so weiter. Diese Gruppe, das Einzige, was sie verbindet, ist reiner Fanatismus und ihre islamische Scharia, die sie durchführen möchten. Aber mittlerweile sind diese Gruppe umstritten. Das zeigen sie sowohl in den Verhandlungen, dass keiner hat die Entscheidungsgewalt überhaupt irgendwie in dieser Verhandlung eine Entscheidung zu treffen. Der Führer der Haqqani-Gruppe, Haqqani selbst, ist mittlerweile in Kabul und er versucht, seine Macht dort alleine zu sichern. Und es gab schon Entwaffnungen gegenüber Taliban, die nicht paschtunische Abstammung sind, in Kabul. Also es gibt schon eine Situation, dass die Taliban intern sich gegenseitig zumindest noch politisch bekämpfen. Für große Teile der westlichen Welt kam die Machtergreifung der Taliban sehr plötzlich, sehr überraschend, vor allem in ihrer Schnelligkeit. Wie sieht man das in Afghanistan? Hat man das befürchtet? Hat man das vorhergesehen? Das war schon vorhersehbar, weil für alle, man hat monatelang und jahrelang darüber geredet hat, dass wenn die westlichen Truppen sich zurückziehen, wenn Afghanistan alleine auf sich gestellt ist, dann werden die afghanischen Truppen es nicht packen, dieser Land zu beschützen. Das schadet die Moral, das schadet die Kampfmoral der afghanischen Armee, was auch am Ende der Fall war. Aber man hatte diese ganze Krise auch ganz einfach mit wenig Geld lösen können, indem man gesagt hatte, wir lassen ein paar hundert Soldaten in Afghanistan, wir lassen eine kampffähige Luftwaffe zur Unterstützung der afghanischen Armee. Und jetzt hatten wir nicht die Bilder, wenn es so geschehen wäre, wie wir es jetzt sehen. Ganz kurz vielleicht noch, wann rechnen Sie mit einer Beruhigung der chaotischen Bilder, insbesondere vom Flughafen in Kabul? Das ist schwierig einzuschätzen, weil immer mehr Menschen versuchen, ihr Glück zu nutzen, um raus aus dem Land zu kommen. Was auch ein Indiz dafür ist, wie die Menschen gegenüber die Taliban stehen. Die Situation konnte nur dann sich verändern, wenn man massiver politischer Druck auf die Taliban ausübt und versucht, dass die sozusagen ihre Schreckensherrschaft, das, was sie versprochen haben, die große Amnestie, das einhalten und ihre Schreckensherrschaft wieder zügeln.
sagt der Kulturhistoriker Samad Sharif. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für Ihren Besuch hier bei uns im Studio an diesem Sonntag. Dankeschön. Danke.